Diese Bilder von einem Kiesgrubentreffen sind eindrucksvoll und sie lassen erahnen, wie groß die Begeisterung für historische Nutzfahrzeuge hierzulande ist. Immerhin wurden die meisten Lkw, die sich hier durch Sand und Matsch wühlen, von der Firma Hoffmann Nutzfahrzeuge restauriert und damit wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt. Allgegenwärtig ist der Hauch von Nutzfahrzeuggeschichte, den die klassischen Lkw ausatmen. Ganz zu schweigen von der Begeisterung der Menschen für die wunderschönen Oldies. Auch dieser Magirus Deutz 230D22 6x6 mit Meilermulde, Baujahr 1971, ist eine regelrechte Augenweide und begeistert seinen Besitzer. Der Lkw hat zwar schon 50 Jahre auf dem Buckel, ist nach der Restauration aber wieder in einem neuwertigen Zustand. Das ist also ein V8-Motor ist da drin mit irgendwie knapp 15 Litern Hubraum. Das ist natürlich eine Ansage. Man hört also, dass da Leistung aus dem Vollen kommt, aus dem Keller. Eben Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch Hubraum. Es ist einfach eine Maschine, wo man drin sitzt. Also es hat nichts mit der kultivierten Fahrleistung oder mit dem Fahrgefühl der heutigen Fahrzeuge zu tun. Es ist also wesentlich lauter im Fahrzeuginneren. Man hört den Motor. Doch so viel Anmutung die historischen Lkw in der Kiesgrube oder wie hier bei einer Klassikerausfahrt auch zeigen, grundsätzlich fällt es schwer, sich vorzustellen, dass die meisten Trucks erst nach monatelanger und meistens mühseliger Kleinarbeit wieder auf die Räder gestellt wurden. Und so sieht es in einer auf Alt-Lkw spezialisierten Werkstatt aus, in der Klassiker, Auflieger und Anhänger restauriert werden. Eben das ganze Programm. Wir sind zu Besuch bei den Hoffmanns in Oberhausen und einige Kenner der Szene nutzen mit uns die Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen. Wo sonst darf man, wie in diesem Magirus Deutz D310 aus den 1970er Jahren, schon mal einsteigen und auch Probe sitzen. Einfach herrlich. Hier kommt man aus dem Staunen wirklich nicht mehr heraus, auch wenn die Uhren in diesem Werkstattbetrieb natürlich ganz anders ticken und alles irgendwie an die gute alte Zeit erinnert. Heute in so einer modernen Werkstatt, ne? Da werden ja nur Teile ausgewechselt, ausgetauscht, nicht? Dann Onboard-Diagnose, das ist eine ganz, ganz andere Welt. Da weiß man gar nicht so richtig, wo man dran ist. Da ist man denen auch ausgeliefert. Wenn hier, weiß ich alles, ne? Und kann das auch nachvollziehen. Ne? Und unglaublich, jeder Winkel des riesigen Werkstattbetriebes ist bis auf den letzten Quadratmeter belegt. Noch viel unglaublicher aber ist es, dass hier Lastwagen nahezu aller Generationen stehen, die auf ihre Fertigstellung warten. Vieles könnte auch bei den Hoffmännern viel schneller gehen, aber die Restaurierung der Klassiker erfordert eben extremes Fachwissen und vor allem ein hohes Maß an handwerklichem Können und Flexibilität. Aber das ist eben die Schattenseite dieses Gewerbes. Das alles verlangt Fachkräfte mit viel Erfahrung. Und die heutzutage noch zu finden, gleicht der Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen. Ja, ich sag mal, Mitarbeitermangel gibt es in sämtlichen Branchen. Und jetzt kann man sich natürlich vorstellen, da wir eine sehr spezielle Branche abdecken mit der Restauration von alten LKWs, dass wir da noch größere Probleme haben. Weil das Gewerk, was wir eigentlich machen, ist über die Jahre hinweg ausgestorben. Und neue Leute anlernen, da fehlt uns einfach die Zeit zu. Wir könnten theoretisch von unseren ganzen Projekten her das Dreifache an Pensum schaffen, wenn wir all die Mitarbeiter dementsprechend hätten, ne? Und so bleibt bei vielen Arbeiten tatsächlich nichts anderes übrig, als neben den gigantischen Vorräten an Altkarossen und Motoren aus der damaligen Zeit selbst anzupacken. Das gilt auch für Firmengründer Helmut Hoffmann, der noch immer regelmäßig in der Werkstatt steht. Helmut ist inzwischen 74 Jahre alt. Aber was die Restaurierung von Lastwagen vom Schlager eines Krupp Mustang von 1954 angeht, da macht ihm einfach so schnell keiner was vor. Und hier geht es nicht nur um die originalgetreue Instandsetzung von Karosserien, sondern vor allem auch um Motoren und
und deren Innenleben. Der Krupp Mustang hier hat einen 4-Zylinder-Zweitaktmotor mit 145 PS. Und Helmut hat es tatsächlich hinbekommen, dass auch dieser Oldie bald wieder auf die Straße kann. Gelernt ist eben gelernt. Ich bin in dieser Zeit groß geworden. Ich habe bei Büssing gelernt, Motorenbau, und habe bei Krupp noch ein Jahr gearbeitet. Für mich war das einfach eine schönere Zeit. Also diese Autos zum Beispiel, man konnte alles selber machen. Sogar ein Fahrer konnte man einen Keilriemen wechseln und. Was der Fahrer heute am neuen Auto gar nicht mehr kann. Bei dem geht heute eine Kontrolllampe an, da muss er schon in eine Werkstatt fahren, da muss ein Laptop dran. Das brauchte man an diesen Autos alles nicht. Also die haben immer gelaufen und man konnte sich immer helfen. Also ich sage, für mich war die Zeit eine schönere Zeit. Obwohl leistungsmäßig, natürlich kann man da nicht anknüpfen an heute. Restaurierte Lkw-Raritäten sind bei den Hoffmanns etwas ganz Normales. Und jeder, der das Glück hat, hier einmal als Besucher die Werkstatt besuchen zu dürfen, reibt sich die Augen danach. Das gilt auch für diesen wunderschönen Mercedes-Benz LS 325 von 1955. Kaum vorzustellen, aber diese Nutzfahrzeug-Ikone aus dem Nachkriegsdeutschland befand sich vorher in einem geradezu erbärmlichen Zustand. Und erst die perfekte Beherrschung der unterschiedlichsten Handwerke machte aus dem Schmuckstück von einst wieder ein Schmuckstück. Das Auto lag fast 25 Jahre in Gitterboxen unberührt. Das Chassis stand eingestaubt in der Ecke. Und dann haben wir das Fahrzeug halt bei ihm per Tieflader abgeholt und haben ihn dann hier nach seinen Wünschen zusammengebaut, mit der Sonderlackierung versehen. Wir haben das Chassis gekürzt, weil der Kunde wollte unbedingt eine Seilzugmaschine haben. Es war vorher ein Pritschenwagen gewesen. Den Hilfsrahmen haben wir gebaut und mittlerweile war auch ein ganz großes Problem gewesen, die alten Verkleidungen waren alle defekt gewesen in die ganzen Innenverkleidungen. Die Pappe war mittlerweile wellig, die Sitze waren verrottet gewesen. Die Sitze konnten wir komplett mit dem Vogelaugen-Ahornpolster schon vom Mercedes neu beziehen. Die Innenverkleidung konnten wir komplett nachbauen aus Sperrholz aus dem Flugzeugbereich, um dann auch die richtige Passform hinzubekommen. Dann wurden diese ganzen Verkleidungen separat bezogen mit Folie, lackiert und dann passgenau eingepasst wieder. Also das war schon sehr viel Arbeit gewesen. Und ganz egal, welcher LKW bei den Hoffmanns in Oberhausen gerade in Arbeit ist, auf dem Weg zum Schmuckstück befindet sich hier jedes Exemplar. Noch viel beeindruckender aber empfinden Besucher das präzise Handwerk und die große Leidenschaft, die hier gelebt werden. Auftraggeber sind Sammler, Spediteure oder einfach nur Privatleute, die Spaß und Interesse an historischen Nutzfahrzeugen haben. Kein Wunder, dass also schon der Besuch in der Hoffmannschen Werkstatt schnell zu einem Ausflug in die Lkw-Geschichte wird und bleibende Eindrücke hinterlässt. Ja, das ist so. Also von den verschiedenen Gewerken dieses Fahrzeugs, dieser Fahrzeugaufbaugeschichte, die werden hier im eigenen Haus alle abgedeckt. Das ist natürlich auch wieder die Sache, die einem Respekt und Ehrfurcht einflößt. Also hier ist ein handwerkliches Geschick und Verständnis im Hause vorhanden, was seinesgleichen sucht. Ja, wo ich nicht wüsste, wo man dieses sonst hier bei uns in Deutschland oder auch weiter finden sollte. Ich habe ja viele Dinge jetzt mittlerweile hier gesehen und ich bin immer wieder fasziniert über die Möglichkeiten, die hier bestehen und die Leute, die das machen, dass wirklich die LKWs Spaltmaße wieder da sind, die Bleche an der richtigen Stelle sind, Leitungen wieder an der Stelle sind, wo sie hingehören. Ich frage mich manchmal, woher dieses ganze Wissen kommt, um am Tagesende wieder einen LKW dahinzustellen, wo du hinguckst und die Leitung ordentlich gebogen ist, genau da lang, wo sie vorher war. Für mich manchmal nicht nachzuvollziehen, wie man so weit hinkriegen kann, und fasziniert mich wieder jedes Mal aufs Neue. Auch für die Freunde historischer Nutzfahrzeuge ist die Corona-Pandemie eine schwere Zeit. Einschlägige Treffen fallen aus, haben jedoch das große Interesse an Lkw-Klassikern nicht ausgebremst. Und für geplante Anschaffungen gilt, die Wahl eines historischen Nutzfahrzeuges ist zwar stets vom persönlichen Geschmack und vom Geldbeutel des Auftraggebers abhängig, doch für den langfristigen Werterhalt des Lkw-Oldies spielt vor allem die Qualität der Restaurierung eine ganz entscheidende Rolle.